Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das ist ja bekanntlich unsere Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt Engel und Teufel. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Engel aus eurem Leben, über Menschen, die in eurem Leben Engel waren, von denen ihr sagt, wenn es den Menschen nicht gegeben hätte, dann wäre ich vielleicht gar nicht mehr im Leben, dann ging es mir ganz schlecht. Dieser Mensch hat mir wahnsinnig gut getan. Und ich möchte gerne mit euch sprechen über Teufel aus eurem Leben, über Menschen aus eurem Leben, die euch sehr schlimme Dinge angetan haben, sodass ihr sagt, dieser Mensch war ein Teufel in meinem Leben. Und vielleicht können wir auch reden mit dem einen oder anderen über wirkliche Engel, so es denn wirkliche Engel gibt. Also, das Thema heißt bei uns Engel und Teufel. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf meine erste Anruferin. Das ist die Sabine. Und Sabine ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sabine. Erstmal super, deine Sendung und sowieso alles. Und ich grüße natürlich alle, die mich jetzt hören. Und zwar Folgendes. Ja. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich damit überhaupt an die Öffentlichkeit trete. Ja. Das, was ich jetzt erzähle, das wissen eigentlich nur mein Lebensgefährte und wie gesagt meine engsten Freunde und sonst niemand. Mhm. Weil man das bis jetzt auch, man kann es einfach nicht erzählen, weil das total unglaubwürdig erscheint. Ja. Und wie gesagt, das kann man nicht erzählen, weil ein das niemand glaubt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Und zwar Folgendes. Ich war mit 4 Jahren sehr schwer krank, war damals im Klinikum und habe gelegen auf Leben und Tod, war ein halbes Jahr dort. Ich war erkrankt an eitrige Meningokokkenmeningitis und zwar einer Gehirnhautentzündung. Gehirnhautentzündung, genau. Ja, ja, und ich lag auch teilweise, aber wirklich nur Sekunden, Bruchteile von Minuten, so wie es meine Mutter damals erzählt hatte, im Koma. Und in der Zeit, wo ich im Koma lag, da war ich oben gewesen. Oben? Ja, oben. Ich stand vor jemanden, und zwar, ich würde das heute mal sagen, muss Gott gewesen sein. Und zwar ein unheimlich großer Mann, der da wirklich auf dem Thron saß, lange Haare hatte und eine unheimliche Wärme ausgestrahlt hat, ein weißes Gewand an, unheimlich langes, lockiges, weißes Haar. Und er sagte zu mir, so kleine Sabine, was machst du denn hier? So, und ich stand mit 4 Jahren da und wusste überhaupt gar nicht, was los ist, wo ich überhaupt gelandet bin und was weiß ich was. Ich habe nur gemerkt, ich fühlte mich da richtig sauwohl. Ja. So, und er sagte zu mir, nee, du bist hier fehl am Platz. Ja. Hier gehörst du noch lange nicht hin. Also da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ja. In der Programmierung ist da irgendwas schiefgelaufen. Genau. Ja. Und er drehte sich praktisch so nach hinten und machte so einen Finger, so eine Fingerbewegung, es sollte jemand zu mir kommen. So, und es kam auch jemand, ein großer Mann, unheimlich, ich sehe ihn ja praktisch heute noch gut aussehend, aber nicht diese enge Gestalt, die man kennt aus Bilderbüchern, sondern das ganze Gegenteil. Er hatte lange schwarze Haare, einen schwarzen Mantel an und eine unheimliche Ausstrahlung von auch unheimliche Liebe, Geborgenheit. Und ich habe auch gedacht, mein Gott, was machst du jetzt hier und was ist das alles? Und also ich sag jetzt mal einfach, Gott sagte, nimm das kleine Mädchen mal und sie gehört nicht hierhin, seh mal zu, bring sie mal wieder da schön runter. So, und er nahm mich an der Hand. Es war eine unheimlich große Hand. Okay, ich war damals 4 Jahre alt. So habe ich es jedenfalls empfunden. Und er brachte mich wieder zurück. Und als ich wach wurde, standen alles Ärzte um mich und die mich alle nur angrinsten. Und mir war unheimlich kalt. Und ich sagte, boah, mir ist kalt und ich habe Hunger. Ja. Und die fingen alle an zu lachen und klatschten. Aha. Und das habe ich hinterher meine Mama gefragt, warum die so reagiert haben. Ja. Da wussten die Ärzte, du bist überm Berg. Ja. Zwar hatten die mir Transfusionen und unheimliche Spritzen auch in der Kopfhaut reingeflößt und gesagt, wenn sie jetzt dann, dann ist sie überm Berg. Das heißt, und deshalb haben die Ärzte sich wahrscheinlich auch alle so gefreut. Dieser
schwarze Mann mit den langen Haaren war dann vermutlich dein Engel, der dich zurückgebracht hat ins Leben. Genau. Und das ich wundere mich, dass du das noch so gut in Erinnerung hast, wo du doch nur vier Jahre alt warst. Ja, das ist, ich sag mal, es ist wie heute, wenn ich das zurückverfolge, es ist wie heute. Ich erinnere mich an kleinste Details. Ja. Ich erinnere mich an diesen Thron, wo dieser Mann drin saß. Wieso hast du gerade am Anfang gesagt, dass du das noch nie jemandem erzählt hast? Ich meine, das ist so eine nette Geschichte. Nur meinem Lebensgefährte und meine engsten Freunden und Bekannten, weil man traut es sich nicht. Ja. Man traut es sich nicht, weil man wahrscheinlich nicht für voll genommen wird oder die ist ja hat einen eine Pfanne oder was. Gut, aber wenn ein vierjähriges Kind so das so erlebt, na gut, dann erlebt es das halt so. Und das ist sicher auch eine prägende Erinnerung. Natürlich, geworden, ne? Aber es ist ja, das Kuriose kommt ja noch. Dieser Engel, ich sag's mal einfach, es muss mein Engel gewesen sein. Der begleitet mich bis in meinem heutigen Leben. Inwiefern? Der hat mich nie verlassen. Inwiefern? Inwiefern, indem er teilweise auftritt. Das heißt, du siehst diesen Mann? Ich sehe diesen Mann, ja. Du siehst ihn real? Ja, ich sehe ihn real. Er ist nie wieder, sag ich mal, von meiner Seite gewichen. Aha. Aber er tritt nur auf, wenn ich jetzt unheimlichen Kummer habe, ich habe Sorgen und denke, ach, alles irgendwie Mist, Scheiße auf gut Deutsch. Mhm. Und dann sehe ich ihn. Mhm. Und zwar nicht jetzt über die Straße laufen oder Sonstiges, sondern ich schlafe ein und werde nachts wach, indem ich merke, irgendwas ist hier, was nicht stimmt. Ja? Was nicht stimmt. Was nicht stimmt. Und ich sehe ihn dann an meinem Bett praktisch. Und lächelt er dich an? Er lächelt mich an. Er hat ein unheimlich hübsches, warmes Gesicht, eine unheimliche Ausstrahlung. Und ich merke sofort, boah, er hilft mir, er ist da. Ich brauche keine Angst mehr haben. Kannst du mit ihm kommunizieren? Ja, aber nur über, praktisch er spricht nicht, sondern übers Gedächtnis. Ja. Und er sagt zu mir, Mädchen, es wird alles gut, hab keine Angst, weil ich bin da. Ja, kleine Sabine, keine Sorge. Genau, ganz genau so. Also es ist eine sehr nachhaltige Erinnerung von früher, dass das bis heute wirkt, dass du dann auch so eine Gestalt noch siehst. Ja, das ist dein Engel. Hat dein Engel einen Namen? Für mich ist es nur mein Engel. Das ist dein Engel. Ich habe ihm nie einen Namen gegeben. Ja. Ich sag mal auch, was weiß ich, vielleicht sollte ich immer wirklich danach fragen. Aber es sind so, in dem Moment, wo ich ihn sehe, erstens mal, ich bin ja auch irgendwo erschrocken. Ich sehe das, ich sag mal, ich bin ein Mensch, der das Reale sieht. Mhm. Und das ist immer für mich noch eine unheimliche Sache. Obwohl ich keine Angst vor ihm habe. Mhm. Aber ich sag mir immer, das ist nicht das, was jeder sieht oder was nicht jeder empfindet und auch nicht jeder hat. Aber aufgrund dieses Erlebnisses von damals ist für dich klar, dass es Engel gibt. Es gibt hundertprozentig, es gibt Gott etwas gibt. Zwischen Himmel und Hölle. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und sag ich mal, die Menschen, die sollten nicht aufhören, daran zu glauben. Ich glaube hundertprozentig daran, weil es wahr ist und weil es für mich real ist. Weil es für dich real ist. Ja. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt dabei. Es gibt so manche Momente, die wirklich, wie gesagt, unglaubwürdig sind, die ich keinem erzählen kann. Zum Beispiel, letztes Jahr ist von meinem Lebensgefährten die Mutter gestorben. Mhm. Und ich habe unheimlich getrauert. Ich mochte sie. Das war für mich eine Fundsfrau. Mhm. Sag ich mal, und ich habe wirklich getrauert und auch heute noch, es ist ja erst jetzt ein Jahr vergangen. Mhm. Und er stand auch an meinem Bett, wo ich mal eine Nacht unheimlich geweint habe. Mhm. Und dann stand er auf einmal da, wieder wie aus dem Nichts. Er steht dann auf einmal da im ersten Moment. Und tröstet dann auch. Aber hat auch eine tröstende Funktion. Da hat er zu mir praktisch wieder dieses Telepathische gesagt, deiner Mama, eurer Mama geht's gut, mach dir keine Sorgen. Mhm. Ne? Also Sabine, dein Engel, schön, dass du einen Engel hast, schön, dass du es so erlebst. Ja, es ist schon der Hammer. Wenn ich jetzt auch darüber erzähle, ich kriege hier wirklich eine Gänsehaut. Ja, und sehr nett, dass du angerufen hast und es uns erzählt hast. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So ihr Lieben, unser Thema heißt Engel und Teufel, aber wir wollen uns nicht ausschließlich über vielleicht solche Dinge aus der Zwischenwelt unterhalten, sondern auch real über Menschen, die in eurem Leben ein Engel waren, die euch sehr geholfen haben, oder Menschen, die sich sehr teuflisch verhalten haben und euch sehr schlecht behandelt haben. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Weiter geht's mit Merle und Merle ist 28 Jahre alt. Hallo Merle. Ja, hallo. Hallo Merle. Auch zum Thema Engel und Teufel. Genau. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Leg mal los. Also ich hatte angerufen und hatte mich gestern Nacht schon angefühlt, gesprochen von dem Thema, weil ich sozusagen mein ganzes Leben lang dem Teufel begegnet bin. Mhm.
dann vor dreiviertel Jahr praktisch zwei Engel getroffen habe, also zwei Menschen meine ich damit, zwei sehr liebe Menschen, die ich als Engel bezeichne. Ja. Und also wenn du sagst, das ganze Leben sind dir sehr viele teuflische Menschen begegnet, was bedeutet das konkret? Was ist da vorgefallen? Das war so, dass ich in einer satanistischen Sekte war. Ach so. Und das sind ja praktisch die Teufelsanbeter, also praktisch genau das Gegenteil von den Christen, von der Bibel. Mhm. Wie alt warst du, als du in diese Sekte hineingekommen bist? Also eigentlich seit ich lebe. Also ich bin nicht jetzt da hineingeboren worden, sondern es war immer so, es gibt wie jetzt bei den Christen, die feiern Weihnachten oder Ostern oder sowas. Ja. Und für die Satanisten ist das... Bist du in so einer Familie doch dann reingeboren oder wie, wenn du sagst, von Anfang an war ich dabei? Familienangehörige waren auch Täter dieser Sekte. Ja. Und also, so, dass man als Kind hat man sowieso keine Chance, dem irgendwie zu entweichen. Mein Glück ist halt, dass ich nicht da hineingeboren worden bin, weil man hat das ja schon mal gehört, in irgendwelchen Horrornachrichten, da, dass plötzlich irgendwo Kinder gefunden werden, wie auch immer, ja, aber trotzdem, nicht registriert waren. Aber ich hatte das Glück, dass ich registriert war. Ja. Mach's mir mal ein bisschen klarer, ich verstehe es nicht. Waren deine Eltern in einer solchen Gruppierung aktiv? Ja, genau. Und also bist du doch reingeboren worden? Nein, also weil ich bin als kleines Kind im Alter von ein paar Wochen von meiner Mutter weggekommen in eine Pflegefamilie, bis ich 3,5 Jahre alt war. Ja. Und in der Zeit aber wurde ich immer wieder, also weil ich halt Kontakt mit der Mutter halten sollte, weil klar war, sie wird mich irgendwann wiederbekommen. Ich war ja nur ein Pflegekind. Die leibliche Mutter gehörte einer satanistischen Sekte an. Genau. Das heißt, du bist im Alter von 3 Jahren dann wieder zu der leiblichen Mutter zurückgekommen, zu den Eltern. Und dort bist du quasi dann so da reingewachsen. Genau. So kann man sagen. Genau, ja. Und während ich halt in der Familie war, musste ich halt zu bestimmten Tagen auch dahin zu Besuch. Mhm. Also was weiß ich, meine, ist Weihnachten bei der Familie und am ersten Weihnachtstag dann da. Okay. Und all diese Daten sind halt für die Leute... Lass uns mal diese ganz frühe Kindheit weg. Wie hast du dieses Leben in dieser satanistischen Sekte in Erinnerung, so als etwas älteres Kind und als Jugendliche? Also eigentlich alles, was man sich an Grausamkeiten vorstellen kann. Also da finden halt Rituale statt, wo dann hohe Priester sind. Das sind dann halt diese hohen, ich sag mal, der Chef der Sekte, die dann durch Gesänge, durch sich verkleiden, dann irgendwelche Rituale fabrizieren. Was für Rituale? Ja, das, was man halt üblich kennt, also zum Beispiel Tiere zu opfern. Deren Blut zu trinken, dann ist man halt das und das oder wie auch immer. Mhm. Da warst du bei? Genau, da war ich bei. Und da warst du viele Jahre dabei? Da war ich sehr viele Jahre bei, ja. Mhm. Was für Tiere wurden da geopfert? Zum Beispiel eine Katze. Mhm. Und dieses Blut wurde dann getrunken? Genau. Mhm. Und dann ist man halt ein starkes Kind praktisch. Mhm. Und deine Eltern haben dich immer damit hingenommen? Ja. Und das die haben mich alleine dahin geschickt und haben dann dafür auch Geld bekommen. Ja. Was wurde damit, wurde irgendwas Besonderes mit dir dort gemacht? Also ich wurde schon ziemlich gequält, aber ich möchte da nicht so ganz genau drauf eingehen. Mhm. In welchem Alter, du bist jetzt 28 Jahre alt, in welchem Alter hast du dann den Absprung geschafft? Ich bin gerade 28 geworden mit 27. Also nicht ganz, es ist noch kein ganzes Jahr um, ungefähr ein Dreivierteljahr. Ach, so wenige Zeit ist erst vergangen. Genau. Wie hast du ihn dann geschafft, den Absprung? Also alleine hätte ich es nicht geschafft. Es gibt ja auch Sektenaussteigerberatung. Man muss nur wissen, wo man die findet, die auch Menschen helfen, egal welche Sekte man angehört. Ja. Ich habe Polizeischutz, ich habe eine neue Identität angenommen. Also ich bin in Sicherheit. Ja. Aber wenn du bis zum 27. Lebensjahr doch so eingebunden warst, und das scheint ja offensichtlich ein heftiger Verein zu sein, wenn du sogar unter Polizeischutz stehst. Wie hast du den Austritt geschafft? Gab es irgendeinen einen Anlass oder gab es einen Mensch, der dich vielleicht, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, der dich vielleicht da rausgezogen hat? Also ich habe über meine Freundin, mit der ich zusammen wohne, von ihr Verwandte kennengelernt, Bekannte kennengelernt. Ja. Immer wieder mal. Man wurde eingeladen, man hat dies und jenes zusammen gemacht. Und einen Abend hatte ich mit denen telefoniert und mir ging es richtig schlecht. Also es war wieder kurz vor so einem Feiertag, wo ich halt vielleicht da hätte hingehen müssen oder ich Angst hatte, die suchen mich, weil die ja nun wussten, wo ich auch wohnte. Was ist das für ein Feiertag? Was sind das für Feiertage, die feiern? Also die
schlimmsten Feiertage sind die Weihnachtstage und Karfreitag. Praktisch die Auferstehung von Jesus ist ja bei denen irgendwas mit, was weiß ich, mit dem Teufel, und das sind halt so die schlimmsten Tage. Mhm. Aber es wurden auch Tage genutzt, das muss nicht unbedingt ein Feiertag sein, das kann ein Tag sein wie die Walburgisnacht oder aber wenn die Zeit umgestellt wird von zwei auf drei oder von oder umgekehrt. Okay, also so kurz vor einem solchen Fest standest du damals und dann gab es einen Anruf und dann? Ja, ich hatte mit denen telefoniert und habe richtig geweint und habe gesagt, ich kann nicht mehr, und die wussten auch nicht so viel von mir, weil ich kann das ja schlecht jemandem erzählen eigentlich, weil man klingt ja sehr unglaubwürdig. Mhm. Und dann hat die Frau mich gefragt, also ich sage die Frau und der Mann zu den beiden Leuten, die hat gefragt, soll ich dich abholen? Und dann habe ich nur noch ja gesagt. Dann hat sie mich mitten in der Nacht abgeholt. Ich habe eine Weile bei denen gewohnt. Dann ist meine Freundin nachgezogen, mit der ich damals auch schon zusammen gewohnt habe. Wir sind praktisch... Also das waren quasi deine Engel, die dich herausgeholt genau, haben. Aber warum? Warum haben die... Das verstehe ich nicht. Da rufen einfach irgendwelche Leute an, die sagen, ich hole dich jetzt in der Nacht raus. Verstehe ich nicht. Das sind auch so Menschen, muss ich dazu sagen, die sehr viel verreisen. Afrika und so weiter. Mhm. Die Feste feiern, ihre Geburtstage, und sagen so, wir sammeln Geld für die und die Kinder in Not. Und aber woher wussten die... Bei denen vor der Haustür steht das Wort Nächstenliebe. Ja, die haben okay. das auf Nächstenliebe gemacht. Ja, das ist ja auch sehr, sehr nett. Aber woher wussten die von deiner Not? Ich habe denen angefangen, davon zu erzählen. Und die haben gemerkt, dass das mit mir nicht stimmt, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Und das Leben angezweifelt habe. Weil es ist so, wenn man in der Situation lebt und denkt, man kommt da niemals im Leben raus, weil es keine Chance gibt. Das ist wie eine andere Welt. Also hier ist die Welt und da ist die Welt. Dass man dann, also ich so empfunden habe, ich habe keine Chance mehr. Entweder die bringen mich jetzt beim nächsten Mal um. Wann hast du denn gemerkt, ich meine, wenn man da so reinwächst, dann erlebt man das ja als Normalität. Wann hast du denn gemerkt, dass das schon irgendwie was ganz Ungewöhnliches ist, in dem du da lebst? Also ich habe das schon als Kind gemerkt. Als ich dann 11 Jahre alt wurde, habe ich aufgehört zu reden. Das hatte ich auch in der Regie vorhin gesagt. Ich habe ein halbes Jahr nicht mehr gesprochen, weil ich einfach gespürt habe, die können mit mir machen, was sie wollen, die können mich schlagen etc. Ich hatte für das, was sie mit mir gemacht haben, keine Worte mehr. Die letzten Jahre, da warst du ja schon eine junge, erwachsene Frau. Genau. Wie hast du da gelebt? Zum Beispiel, was hast du beruflich gemacht? Ich jobbe hauptsächlich, weil ich dadurch, dass sie mich auch verletzt haben, Schädigungen habe, wie zum Beispiel einen Bruch im Kopf, der nicht behandelt wurde, und dadurch bin ich Migränepatient. Das heißt, wenn ich richtig Migräne habe, kann ich mich 5 Tage nicht bewegen. Das heißt, ich bin zu 80% erwerbsunfähig gesprochen worden. Diesen Schaden hat dir diese Sekte zugefügt. Ja. Wie oft bist du in den letzten Jahren, bevor du jetzt rausgekommen bist, da zu diesen Versammlungen gegangen? Unterschiedlich, zwischen vielleicht im Jahr, vielleicht, ich weiß es nicht, genau, vielleicht 10 Mal. Ach, mehr dann doch nicht. Das ist unterschiedlich gewesen. Wenn da jetzt so schlimme Sachen vorgefallen sind, wenn du selbst hast Verletzungen erleiden müssen, hast du Anzeige erstattet? Hast du? Nein, ich hatte darüber nachgedacht. Ich denke jetzt im Moment auch noch darüber nach mit der Polizei. Ja. So dass es auch sein kann, dass ich dann noch mehr Schutz brauche, ein Zeugenschutzprogramm oder sowas. Es ist sehr schwer. Also ich habe damals, es gibt ja die Möglichkeit, wenn man Opfer von Gewalttaten wird, dass man einen Antrag stellen kann auf Opferentschädigung. Und das, den habe ich vorhin, ich glaube 2002 gestellt und bin noch ohne Anzeige durchgekommen. Mir geht es auch darum, die Frage, kommen da jetzt gerichtliche Schritte in die Gänge? Denn es könnte ja sein, dass da auch andere Menschen noch gefährdet sind, auch Jugendliche vielleicht. Also da werden auf jeden Fall Schritte unternommen. Die Frage ist noch genau, wann ich das beginne. Kann da jetzt natürlich nicht so viel zu sagen. Ich merke schon, in dem ganzen Gespräch bleibt so etwas Verschwommenes, was du nicht so konkret äußerst. Ich deute das jetzt mal so, dass du auch in einer schwierigen Lage im Moment bist und dich auch nicht zu klar äußern möchtest, um vielleicht gewisse Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Ja, weil ich, bestimmte Dinge möchte ich nicht sagen, weil das einfach sehr belastend sein kann, sich das anzuhören, was ich wirklich erlebt habe. Und mir ging es hauptsächlich darum zu sagen, ich habe dem Teufel in die Augen gesehen. Und das ist das Schlimmste, was einem mit passieren kann, also kann ich für mich sagen. Ja. Und ich hatte wirklich eine einmalige Chance, dem aus dem Weg zu gehen. Und von daher sind die Inhalte, was wirklich jetzt da passiert ist,
natürlich sind die wichtig, die irgendwo dann auch an gewissen Stellen irgendwann sagen zu können, wie bei der Polizei. Mhm. Aber ich finde jetzt für die Öffentlichkeit das nicht so wichtig, das zu sagen, weil es kann, wer weiß, welche Leute zuhören, die vielleicht auf dumme Gedanken kommen und genau solche Dinge dann auch mit Menschen versuchen. Ich verstehe. Ich verstehe, dass du das ich da ein bisschen schützen auch in einem verantwortungsbewussten Sinne jetzt nicht so erzählt hast. Mhm. Das kann ich verstehen und akzeptiere das auch. Das heißt, du hast sehr üble Zeiten hinter dir, eine sehr schlimme Vergangenheit. Genau. Und hast aufgrund des Kontaktes mit diesen guten Menschen jetzt die ganz andere Seite des Lebens auch kennengelernt. Genau, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Und würdest du sagen, dass es dir jetzt schon den Umständen entsprechend gut geht? Also ich habe nach wie vor Angst, dass ich verfolgt werden könnte, obwohl ich eigentlich an einem sicheren Ort lebe. Das ist noch schwer, mich daran zu gewöhnen, weil mein ganzes Leben lang habe ich mich verfolgt gefühlt. Immer wieder mal, gerade zu bestimmten Feiertagen wie die Weihnachtszeit. Ja. Ich fühle mich nicht gut, aber ich fühle mich besser. Also ich habe Hoffnung. Das ist man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist Hoffnung, überhaupt zu finden für mich. Das ist eigentlich, hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt jemals Hoffnung finden könnte. Merle, dann wünsche ich dir, dass es weiter bergauf geht. Mhm. Und ich wünsche dir, falls es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, wünsche ich dir sehr viel Kraft dafür und vor allen Dingen auch Schutz, dass dir nichts passiert. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heißt Engel und Teufel und verbunden bin ich jetzt mit dem Chris. Hallo Chris. Ja, hallo. Hallo. 33 Jahre bist du alt? Richtig. Ja. Auch zum Thema Engel und Teufel. Ich habe seit 6 Jahren einen Engel in Form meiner Lebensgefährtin, die allerdings seit einer Woche im Koma liegt und in absehbarer Zeit sterben wird. Was ist denn geschehen? Das wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern und dann ist Feierabend. Ja, was ist passiert? Hatte sie einen Unfall oder ist sie schwer erkrankt? Nein, es ist aufgrund toxischer Vergiftung und daraufhin hat die Leber und die Niere gesagt, Feierabend. Was ist das für eine Vergiftung? Durch was ist die ausgelöst? Durch Medikamente, die frei verkäuflich sind, sprich Schmerztabletten, Aspirin, Schmerztabletten, ich will jetzt keinen Hersteller nennen. Aber dadurch das Ganze im Übermaß und dazu hier ein Bierchen, da ein Weinchen und dann sagt die Leber halt, das war's. Ja. Warum hat sie diese Tabletten im Übermaß genommen? Kopfschmerzen in erster Linie und dann ging es so hoch, 10, 12 Stück am Tag. Wie andere Leute Kaugummi oder Bonbons essen, hat sie dann die Schmerztabletten genommen. Ja, und dazu auch noch Alkohol getrunken? Das dazu, ja. Ja. War sie Alkoholikerin oder ist sie Alkoholikerin? Nein, war sie eigentlich nicht. Sie hat halt abends, wenn wir unterwegs waren, ihren Bier oder ihren Wein getrunken. Ich habe mir da nie Gedanken beigemacht, auch, wie gesagt, bei den frei verkäuflichen Medikamenten nicht. Über welchen Zeitraum hat sie denn so stark... Über Jahre. Ach, über Jahre. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 36. 36. Ja. Und dann ist es jetzt zu einem wie hast du gesagt, toxischen Schock gekommen? Es ist jetzt zu einem akuten Leber- und Nierenversagen gekommen, ja, wo überhaupt nichts mehr funktioniert. Und ja, die Ärzte, ja, eine Woche noch, denke ich mal. Und dann muss ich ihrem Sohn klar machen, dass die Mutter beerdigt werden muss. Mhm. Sie liegt im Koma? Sie liegt im Koma seit einer Woche. Ja. Das heißt, nach dem Versagen und nachdem es ihr so wirklich sehr schlimm ging, hast du gar nicht mehr mit ihr sprechen können? Ich habe sie Donnerstagmittag ins Krankenhaus gebracht und beziehungsweise abholen lassen. Und Donnerstagabend hat sie noch kurz mit mir geredet und Freitag früh wäre sie beinahe erstickt. Und aufgrund dessen haben sie sie dann ins künstliche Koma verlegt und da ist sie seit Freitag früh. Und die Prognose der Ärzte ist absolut negativ? Absolut, ja, maximal 1%, dass sie nochmal aufwacht und ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass ihr euch viele Jahre schon kennt. Knapp 7. Knapp 7 Jahre, genau. Und dass sie dein Engel war. Ja. Warum? Sie war das Beste, was ich jemals erlebt habe. Sie ist in mein Leben getreten und ja.
wir hatten Spitzenzeiten miteinander, wir hatten Scheißzeiten miteinander, wo es wirklich tiefer hätte es nicht mehr gehen können. Mhm. Und sie hat zu mir gehalten, wir haben zusammengehalten, also jede andere Frau wäre mir, ich sag mal, in dem Augenblick weggerannt. Ja. Wir wurden kurzfristig obdachlos, haben über einen Monat in einer Gartenlaube gelebt. Ja. Vom Kumpel, dass wir überhaupt irgendwas über dem Dach hätten, sonst wäre sie ins Frauenhaus gekommen und ich sonst irgendwo abgestiegen. Mhm. Haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht, wir bleiben zusammen. Mhm. Haben vom Kumpel die Gartenlaube gekriegt, haben da einen Monat drin gelebt. Und warum seid ihr obdachlos geworden? Wir konnten die Miete nicht mehr zahlen. Ja. Würdest du sagen, dass das die größte Liebe deines Lebens ist, diese Frau? Ja, definitiv. Definitiv. Als du sie damals kennengelernt hast, ging es dir da besonders schlecht und hat sie dich vielleicht sogar irgendwo rausgeholt? Weiß ich jetzt nicht. Also das ist nicht der Grund, das ist so die Erfahrung, die du mit der Frau all den Jahren gemacht hast. Ich war im Ausland, ich bin zurückgekommen, ich habe sie kennengelernt und das war's. Nun scheint sie aber doch offensichtlich ein großes Problem gehabt zu haben, ein Lebensproblem. Wenn sie über so viele Jahre unkontrolliert Schmerzmittel einnimmt, frei verkäufliche Schmerzmittel, in diesen hohen Mengen und dazu auch noch ein gewisses Maß Alkohol trinkt, was war mit ihr nicht in Ordnung? Hast du eine Ahnung? Darüber zerbreche ich mir momentan selber im Kopf. Aber wenn man so nah mit jemandem zusammen ist, dann fragt man ja nicht mal, warum machst du das? Und wenn man das wahrnimmt, drängt man den anderen dann nicht mal und sagt, geh zum Arzt und unternimm was? Sie war ja beim Arzt und alles, aber wenn sie regelmäßig, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Bitte? Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Wer ist verheiratet? Sie. Sie, ob sie verheiratet ist? Nein, ob Sie jetzt persönlich verheiratet sind. Ob ich verheiratet bin? Ja. Nein, ich bin nicht verheiratet, nein. So. Aber wenn Sie Tag ein, Tag aus reinkommen und sich mit Ihrem Lebensgefährten befassen, unterhalten und. Mhm. Und er sagt, bring mir das mit, bring mir das mit, bring mir das mit. Mhm. Wie ein Einkaufszettel. Und dann ist halt wieder Paracetamol oder was weiß ich was dabei. Mhm. Dann kaufen Sie das ein, da denken Sie nicht drüber nach. Doch. Übrigens, du kannst mich ruhig duzen, ich duze dich auch. Ja. Natürlich denkt man drüber nach. Wenn man das immer und immer wieder sieht, dass der Partner das einnimmt, ich will ja keine Vorwürfe machen, ich frage jetzt. Ich habe persönlich nicht drüber nachgedacht und das war wahrscheinlich mein Fehler. Mhm. Mhm. Sie hat nie etwas gesagt, sie hat von sich aus nichts gesagt. Du hast es so vielleicht auch, um ihr gut zu wollen, hast du dann die Sachen besorgt und das Ganze mitgemacht. Und jetzt ist es eskaliert in ihrem sehr, sehr schlimmen Krankheitszustand. Richtig. Mhm. Wie alt ist ihr Kind? 13. 13. Wohnt das Kind mit euch zusammen? Ja. Und das ist mein größtes Problem. Der Lütte will bei mir bleiben. Mhm. Wenn der Extremfall kommt, der kommen wird. Garantiert. Und ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie das Sorgerecht für deinen Lütten kriege. Mhm. Weil das Sorgerecht hat sie und ihr Ex-Mann. Mhm. Und das wird schwer werden. Das wird schwer werden. Bist du jetzt jeden Tag bei ihr gewesen im Krankenhaus? Ja, ich bin jeden Tag bei ihr im Krankenhaus und der Kleine war einmal mit. Er will nicht mehr, kann ich auch gut nachvollziehen, weil er kennt seine eigene Mutter nicht mehr. Mhm. Und hattet ihr, als ihr zusammen wart, als noch alles im Lot war zwischen euch beiden, habt ihr mal über so einen Fall gesprochen? Was wäre? Wir haben drüber gesprochen, sie will, dass er bei mir bleibt, nur da ging es ihr gut und man schiebt das von einem Tag auf den nächsten, man macht das nicht schriftlich und, nur ist es zu spät. Mhm. Jetzt geht das Ganze über die Gerichte, über das Jugendamt, über das Jugendgericht. Was ich auch meinte gerade, habt ihr damals schon mal über die Möglichkeit zu gesprochen? Was ist, wenn einer mal stirbt, auch auf andere Dinge bezogen? Wurde generell über das Thema Tod gesprochen? Wir haben beide eine Patientenverfügung, die so langsam eintreten sollte. Ja, aber ansonsten haben wir weiterhin nichts gemacht und das war der fatale Fehler. Die so langsam eintreten sollte, was meinst du damit? Die Patientenverfügung hat einzutreten, wenn ein Mensch im Koma liegt, nicht mehr selber entscheiden kann, soll sich daran gehalten werden, was dort steht. Mhm. So. Hast du die Sorge, dass die Ärzte sich nicht daran halten?
Das ist für die Ärzte ein zweitschneidiges Schwert. Und für mich auch. Ich bin offiziell überhaupt nicht Ansprechpartner. Die Intensivstation ist so frei, dass sie sagt, sie spricht mit mir, sie sagt mir, was los ist. Aber eigentlich bist du gar nicht, da du nicht verheiratet bist und keine Vollmacht offensichtlich da ist. Nein, die wird gerade übers Gericht besorgt. Über die Intensivstation. Nur es ist ein Zustand, wo ich sage, habe ich zu meiner Freundin gesagt, lass los, schlaf gemütlich ein, keine Schmerzen mehr. Und ich habe es den Ärzten gesagt, sie sollen endlich loslassen, weil es macht keinen Sinn mehr. Chris, ich möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das wäre gut, weil ich muss gucken, wie ich den Lütten auf meine Seite kriege. Ja, vielleicht können wir dir da noch den einen oder anderen Ratschlag geben und dich auch noch etwas unterstützen jetzt. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Alles gut. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Und weiter geht es mit Martina. Und Martina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Martina. Hallo. Hallo, Martina. Engel und Teufel. Ja. Unser Thema. Bei mir geht es darum, mein Opa, das wird jetzt am Sonntag, wird es 9 Jahre, wo der tot ist. Und ich weiß genau, dass der mein Schutzengel ist. Weil ich habe immer, also ich wollte es eigentlich auch nicht wahrhaben, aber ich habe irgendwie, bevor der trotzdem gestorben ist, habe ich einmal zu ihm gesagt, Opa, wenn du mal tot bist, dann bist du mein Schutzengel. Und da hat er gemeint, ja. Und ich merke das auch, dass der immer irgendwie bei mir ist und dass der mir Kraft gibt. Das war zum Beispiel, das war 14, wo der Opa gestorben ist. Und ich, wo was, ich dann einen Führerschein was hatte. Was war das? Ich habe es nicht verstanden. Du warst 14? Ja. Ja. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Und es war so, ich fange von vorne am besten an, dass ich nicht durcheinander komme. Das war so, 4 Wochen später durfte ich halt hoch und durfte bei dem oben seiner Wohnung Fernsehen gucken. Der lebt bei uns im Haus. Und dann war das ganz komisch und hat man auf einmal gemerkt, so im Schlafzimmer ist die Schranktür aufgegangen. Richtig, der Schlüssel hat gedreht, dann ging es rüber in die Küche, dann ist der Schieber aufgegangen, dann hat das Geschirr geklärt. Und dann hatte ich Angst, bin runter. Und das dann war, Moment, wir halten mal fest, damit wir das auch verstehen. Das war 4 Wochen, nachdem der Opa gestorben ist. Ja. Ja. Und dann, da hatte ich ja Angst. Ich meine, das war ja irgendwie für mich ganz neu. Ich hatte es ja noch nie erlebt und war halt ängstlich und alles. Und dann später, ein paar Tage später, habe ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl, so ein Sicherheitsgefühl gehabt von mir her. Da habe ich gemerkt auch, dass ich mehr aus mir rauskomme, dass ich selbstbewusster werde, weil ich wurde immer in der Schule gehänselt und wurde halt runtergemacht ganz arg. Und dann habe ich mich einfach einmal getraut, einfach zu sagen, stopp, jetzt ist Schluss und weiter kann man jetzt nicht gehen bei mir. Okay, was hat das mit dem Opa zu tun? Weil ich gewusst habe, dass der neben mir ist, dass er immer bei mir ist. Ja. Auch jetzt noch, ich weiß genau, dass er da ist. So, heute bist du 23 Jahre alt, ja. Das sind viele Jahre vergangen. Hast du denn auch nochmal irgendwelche merkwürdigen Erlebnisse gehabt? Oder ist ja. Das einfach, welche? Also gerade diese Woche zum Beispiel war es so, ja, ich hatte Tee getrunken, habe die Tasse hingestellt, habe sie halt nicht gleich abgeräumt. Und auf einmal hat sich die Tasse angefangen zu bewegen und der Löffel, wo in der Tasse war, hat richtig angefangen zu wackeln. Und da habe ich es auch wieder so gemerkt. Aber es fuhr nicht zufällig gerade die Straßenbahn vorbei? Nein, gar nichts. Oder die U-Bahn oder sowas? Nein, gar nichts. Das nicht. Gar nichts. Oder auch, dass er mich beschützt, zum Beispiel, wo ich Auto gefahren bin. Dann hat das Auto, wo von vorne kam, hat das Auto überholt und ist frontal auf mich zugekommen. Und ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Und auf einmal habe ich gemerkt, irgendjemand reißt mein Lenkrad nach rechts rüber. Und wäre das nicht gewesen, wir wären frontal zusammen. Ich denke, dann wäre ich also, nicht mehr hier. Da ist so ein subjektives Gefühl, dass da ist irgendwas, was mich begleitet, was mich beschützt. Ja, auf jeden Fall. Das nimmt niemand anderes wahr um dich herum. Nee. Das ist so dein Empfinden. Ja. Was ja sehr schön eigentlich ist, ne? Ja, das ist sagen. Halt für mich beruhigend. Ja. Jetzt ist vor 2 Jahren noch mein Papa gestorben. Ja. An Krebs und jetzt haben wir halt ziemlich viele Schulden und das ist halt jetzt auch nochmal ein Problem und ich merke halt, dass das einfach, wo ich sage, ich muss auch für meine Mama stark sein, weil sie weiß halt nicht mehr weiter, wo ich sage und wo er sagt, Martina, du musst deiner Mama Kraft geben und ach, du hörst es sogar so, dass er das zu dir ja, sagt. Ja, ich merke das einfach, der ist da, ich weiß genau, dass er da ist und ich rede auch mit ihm und alles. Wie war denn früher dein Verhältnis zu ihm? Oh, super, ich habe immer gesagt, das ist mein Papa für mich. Ich denke, ein besserer Opa kann es für mich jetzt nie geben können. Das war mein Ein und Alles. Und wo er gestorben ist, für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe den Mann, oh Gott, ich habe für den alles gemacht. Und ich denke, das Verhältnis, das habe ich
zu niemand gehabt. Es ist also, einfach. Also, da ist der Schutzengel, das ist der Opa. Ja, auf jeden dem, Fall. Den du nicht real mehr siehst, aber das ist ein Gefühl, er ist da und ich du weiß, sprichst ist, ab und zu Fall. Mal mit ihm und er steht dir in deinem Leben da, ja, steht dir bei. Fall. Das ist doch super. Ja. Dann soll es auch so bleiben, Martina. Alles ja, Gute wünsche ich dir. Ja, ich wollte fragen, könnte ich eine Autogrammkarte haben? Ja, kannst du. Legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und ich wünsche dir noch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt Engel und Teufel. Und ich möchte gerne mit euch sprechen über Menschen, die in eurem Leben mal ein Engel waren, die etwas ganz Besonderes getan, etwas Gutes getan haben. Oder mit euch sprechen möchte ich über Menschen, die in eurem Leben etwas Teuflisches getan haben, die das etwas sehr Böses getan haben. Und ihr im Nachhinein sagt, das ist ein Teufel in meinem Leben, der hat mich so verletzt oder der hat mein Leben vielleicht auch so in eine falsche Bahn geführt. Ich kann es ihm eigentlich gar nicht verzeihen. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Birgit ist hier, Birgit ist 42 Jahre alt. Hallo Birgit. Hallo Domian. Hallo Birgit. Ja, erzählst du mir von einem Engel oder einem Teufel? Von beiden. Erzähl. Ich habe den Teufel zu Hause und den Engel in Ungarn. Und den Engel in Ungarn? Mhm. Fangen wir mal, das klingt ja seltsam, fangen wir mal mit dem Teufel an. Fangen wir mit dem Teufel an. Ich bin 26 Jahre verheiratet. Mhm. Nein, nicht verheiratet, aber wir sind 26 Jahre zusammen und 23 Jahre verheiratet. Es hat sich in den letzten Jahren einfach nur als die Hölle rausgestellt. Die Ehe, also die Beziehung. Die Ehe, die Beziehung. Wir haben zwei Kinder, die große ist 16, der kleine ist 13. Und irgendwann vor 10 Jahren hat mein Mann angefangen zu trinken. Mhm. Es ist alles eskaliert hier. Er ist gewalttätig geworden, mir gegenüber, den Kindern gegenüber. Mhm. Was, es aber, war was, einfach nur, es war einfach nur die Hölle. Ja. Du lebst mit diesem Mann noch zusammen. Ich lebe mit dem Mann noch zusammen. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Wenn das ich habe immer noch den Beistach gehalten und immer noch gesagt, aber bin immer ja nach Hause, habe gesagt, halt die Kinder und ihn auseinander und ich habe immer das Ganze versucht, geht alles irgendwo in Ruhe und Frieden zu halten. Wie lange? Dann war es seit, das geht ja jetzt schon seit sehr vielen das Jahren. Das geht so. Schon ganz lange. Seit sehr vielen Jahren ja. Sagst du, du erlebst die Hölle mit deinem, ja. mit deinem Partner. Ja. Dein Partner ja. schlägt dich. Ja. Regelmäßig. Nein. Nein. Das ist sporadisch, aber. Dann sag mal mir noch ein paar Beispiele. Das Schlagen ist auch gar nicht gut. Es ist extrem genug, aber diese psychischen Verletzungen sind viel schlimmer. Kannst du mal ein Beispiel oder vielleicht zwei Beispiele, drei Beispiele nennen für die psychische Verletzungen, die er dir antut? Boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist einfach. Es ist nur Stress. Es ist so. Beschimpft er dich? Da reden wir gar nicht drüber. Seit einem Jahr arbeitet er nicht mehr. Mhm. Oder hat er nicht mehr gearbeitet? Mhm. Ein Jahr hat er nicht gearbeitet. Mhm. Der Tagesablauf sah so aus, dass er bis 12 im Bett lag. Ja. Aufstand, bis 4 Uhr vorm Fernseher saß. Mhm. Nach unten ging, angefangen hat zu trinken. Mhm. Wenn ich nach Hause kam, ich arbeite auch 2-3 Tage in der Woche, je nachdem, wie es so kommt, habe ich Essen gekocht und habe dann gesagt, das Essen ist fertig. Und jedes Mal beim Essen ging der Stress los. Mit den Kindern. Mit den Kindern. Er hat die Kinder. Es gibt zwei Kinder. Zwei. Ein Kind ist 16, sagst du? Ja, die große. Und das andere die Kind? Die Tochter ist 16 und der Sohn ist 13. Ja. Es war einfach die Hölle. Es war nur noch Stress. Ja, aber es ist ein gefällter Schuh, eine Fliege an der Wand. Es hat alles gereicht, um ihn. Ist er denn jetzt im Moment, arbeitet er wieder? Seit Montag. Mhm. 4 Stunden so als Wiedereingliederungsmaßnahme. Mhm.
Frage ich mich trotzdem nochmal, wenn das über so einen langen Zeitraum geht, ja, und du das wirklich aus tiefstem Herzen sagst, ja, das ist die Hölle gewesen. Die, ja, ganzen, mein Leben ist die letzten Jahre über die Hölle gewesen. Ja. Warum bist Keine du Ahnung. Bei diesem Mann? Warum gehst, Keine bist du Ahnung. Nicht gegangen? Es muss, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber kann man denn das nicht von jemandem verlangen? Du bist eine erwachsene Frau von 42 Jahren, dass du das wissen musst. Völlig bescheuert. Ja, du musst ja auch Verantwortung für deine Kinder tragen. Mhm. Und du hast die Kinder ja auch permanent diesem Grauen immer, ausgesetzt. Immer. Es war im August war es so, dass meine Tochter ist gekommen und hat gesagt, entweder gehst du jetzt zum Anwalt und reichst die Scheidung ein, mhm, oder ich gehe zum Jugendamt und verlange betreutes Wohnen. Ich aber bleibe hier nicht. Aber spätestens da, Birgit, hättest da du da bin ich gegangen. Aber du bist wieder zurückgekommen. Ich bin nicht zurückgekommen. Nein, ich bin immer noch da. Ja, eben, du bist immer noch bei ja, ihm. Ja, ich mhm. bin immer noch mhm. da. Aber spätestens da hättest du dich doch... Das war doch eigentlich sehr beschämend für dich, dass das Kind muss dir sagen, pass mal auf, Mama, wenn du keine Konsequenz ziehst, dann mache ich es. Ja. So, Eva, lass jetzt noch weiter vertiefen. Du hast gesagt, in Ungarn gibt es einen Engel. Ja. Wer oder was ist das? Das ist genauso bescheuert. Wir sind im September, im August habe ich die Scheidung eingereicht und jetzt waren September, Oktober waren die Herbstferien. Wir hatten den Kindern versprochen, wir fahren nochmal in Urlaub. Stopp. Das heißt, du hast die Scheidung eingereicht? Ich habe die Scheidung. Ich habe im August die Scheidung eingereicht. Ach so. Ja. Ach so, das heißt, jetzt ist richtig was in die Gänge gekommen. Das läuft. Ah, ja. Als meine Tochter, da bin ich hingegangen und habe gesagt, jetzt ist Schluss. Aber ihr wohnt im Moment immer noch zusammen? Wir wohnen noch zusammen, ja. Okay, Scheidung eingereicht und dann? Jetzt war der Urlaub war noch geplant und ich habe auch gesagt, komm, das ziehen wir durch. Wir wollten nur von der Großen eine Freundin mitnehmen. Wir sind also mit 5 Mann noch in Urlaub gefahren. Er war dabei? Ja, ja. Mhm. Verstehe ich auch nicht, aber egal. Erzähl mal weiter. Und wir haben einen Bekannten in Ungarn, den kennen wir seit, wir fahren seit 11 Jahren dahin. Mhm. Und wir haben uns einfach nur am vorletzten Tag, gar nicht, wir haben uns nicht vorher gesehen, wir haben uns am vorletzten Tag gegenübergestanden, zufällig getroffen. Und er hat mich nur angeguckt und hat gesagt, dir geht's nicht gut. Also ein fremder Mann? Nein, nicht. Wir kennen uns seit 11 Jahren. Nee, weil du gerade gesagt hast, ich habe den vorher nicht gesehen. Ja, in dem Urlaub. Ach so. Wir kennen uns seit 11 Jahren. Und dann stand dieser Mann vor dir und hat gesagt, es geht dir nicht gut. Ja. Ja. Gab es da einen näheren Kontakt dann zwischen euch beiden? In dem Moment nicht, einen Tag später schon. Das heißt, näher. Ja, bist du mit ihm in Kontakt im Moment? Immer, permanent. Ja, permanent, per Telefon, per Mail? Per Telefon, per SMS, ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, hunderte von Euro schon per Telefon. Ja. Es tut so gut. Das heißt, da ist ein Mann, da könnte man sagen, in den du dich verliebt hast. Ja, und mit Haut und Haaren und... Ja. So, das bedeutet wiederum auch, dass da eine Perspektive in deinem Leben ist. Wenn die Sache dann endgültig irgendwie abgewickelt ist zwischen dir und deinem Partner. Ja, aber die Perspektive ist doch gar nicht. Weil er so weit weg ist. Ja. Ich fliege nächste Woche hin. Ich fliege von Mittwoch bis Freitag werde ich nächste Woche nach Budapest fliegen. Und wir werden uns da sehen. Aber es ist keine Perspektive. Okay, aber ich würde jetzt auch gar nicht so im Detail planen, was jetzt die Zukunft bringt. Entscheidend ist erstmal, dass du deine Vergangenheit abwickelst. Dass du diesen Mann los bist, dass du frei bist. Was sich dann wie entwickeln könnte mit einem anderen Mann, der nun zugegebenermaßen sehr weit weg wohnt, das finde ich, sollte man erstmal auch gar nicht so weiter besprechen. Wichtig ist, dass du aus dieser Hölle rauskommst. Endlich rauskommst. Warum wohnt ihr eigentlich noch immer zusammen, verstehe ich nicht. Ich weiß. Es ist wirklich so, er hat sich ja jetzt auch schon geändert. Naja, aber komm. Weißt du, wenn jemand jahrelang einem das Leben kaputt gemacht hat und der ändert sich dann auch nie mehr richtig. Aber egal, wichtig ist ja, dass du es eingeleitet hast und eingefädelt hast. Und was ist deine Hoffnung, dass du, wann ist so ein Plan, dass du eine eigene Wohnung oder dass er auszieht oder wie soll er das werden? Er möchte bitte ausziehen. Ich kann mit den Kindern nicht hier ausziehen. Ja. Das geht nicht. Es sind nicht nur die Kinder, wir haben auch noch
fürchterlich viel Getier hier, 2 Hunde, 2 Katzen, ah ja, ich weiß ja nicht was. Hm? Aber die Hoffnung ist, dass ihr dann vielleicht... Aber er zieht nicht aus, Domian, er zieht nicht aus. Ja, dann musst du doch ausziehen. Er steht jeden Tag hier und sagt mir, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber er hätte ja genug Chance, da, ich merke schon wieder, du bist anfällig darauf. Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach nur wütend. Da musst du ausziehen. Da musst du ausziehen. Geht nicht, gibt's nicht. Das findet sich auch irgendwie ein Weg, auch mit den Kindern und mit den Tieren. Das ist ja gar kein Thema. Also Birgit, auf jeden Fall ist etwas in Bewegung gekommen. Das finde ich ja schon mal gut, nach dem, was du mir erzählt hast. Und ich hoffe, dass das auch wirklich ein Schluss findet, ein Schlussstrich. Und dass du ein neues Leben anfängst. Ja, so kann ich nicht mehr leben. Ja, das glaube ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und vor allen Dingen, dass sich da vielleicht auch etwas entwickelt, wo man irgendwie eine Realität und eine Zukunft findet miteinander. Auf jeden Fall 10 bessere Jahre sollen jetzt vor dir liegen als hinter dir. Ja. Danke. Alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt mal rasch diese Nummer. Und hier ist die Manuela und Manuela ist 30 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo Domian. Hallo Manuela. Zwischen Engel und Teufel wähle ich halt leider mal den Teufel heute. Ich habe öfteren das Gefühl, mein Sohn, 12 Jahre, ist vom Teufel besessen oder geritten. Das sagen wir mal so, vom besessen ist schon ein bisschen stärker ausgerückt, aber der ist vom Teufel geritten. Warum? Ja, ich habe den halt in einer ganz schweren Schwangerschaft schon geboren. Ich habe Probleme in der Schwangerschaft gehabt, Blutungen. Der ist 12 Wochen zu früh gekommen, das lautet 3 Monate. Der war mini winzig. Das Leben hing am seidenen Faden. Und desto größer der denn dann wurde, desto stärker wurde auch, glaube ich, alles, was der hatte. Bei so Kindern wird das meistens immer erst auffällig, wenn die dann in so eine Gruppen kommen, wie Kindergarten oder Schule. Gut, als er dann 4 Jahre war und im Kindergarten war, hatten die Erzieherinnen mich des Öfteren angesprochen, dass er doch sehr, wie sagt man, so aufdringlich den Kindern sei. Er hat den Kindern das Spielen verboten. Er hat versucht, Kinder auszugrenzen, zu beschimpfen, zu beschuldigen. Klar, erstmal als Mutter sagt man auch, nee, das kann nicht sein, das ist nicht mein Kind. Und eines Tages stand ich dann vielleicht 15 Minuten vorher am Tor und hab dann gesehen, wie mein Sohn auf dem Hof, mit 4 Jahren hat er einen Jungen gejagt und hat richtig die Faust rausgeholt, nicht wie ein Kind, sondern wie ein richtig erwachsener Typ. So richtig seitlich die Faust rausgepackt und hat richtig, also wollte richtig zuschlagen. Mit 4 Jahren? Mit 4 Jahren, genau. Und als ich dann ganz laut halt seinen Namen gerufen habe, Kevin, und er kannte auch meine Stimme, da war er abrupt abgebrochen, war selber total erschrocken. Er wusste auch, glaube ich, gar nicht selber, was er da getan hat. Und also das ging dann immer so weiter im Kindergarten, dann wurde er betreut über den Kindergarten mit einer Psychologin. Also waren war das schon ganz früh zu bemerken? Dass ja, da also in der Gruppe sofort, im Kindergarten fiel das sofort auf. Bist du alleinerziehende Mutter? Ja, also damals hat der Vater von Kevin uns sehr früh verlassen. Ja. Die Verantwortung war ihm einfach zu viel. Gut. Ja. Also du bist alleinerziehende Mutter. Ja, bis genau. Heute. Ich bin halt sehr kinderlieb gewesen, hab das alles mit mir gemacht und. Ja, du bist das ist das einzige Kind, was du hast? Nein, das ist jetzt der 12-Jährige, das ist der Kevin. Ja. Ich hab dann, bis er so 5, 5,5 war ich mit ihm alleine. Ja. Hab dann nach langem Hin und Her einen neuen Mann kennengelernt, das ist jetzt der Senal, mit dem bin ich heute zusammen. Ja. Und hab mit dem auch ein zweites Kind geboren. Achso, das heißt, der 12-Jährige, das schwierige Kind lebt jetzt in einer Familie? Nein, der lebt jetzt nicht in einer Familie, sondern der lebte so, bis er 8,5 war bei uns. Dann habe ich mich mit dem Jugendamt freiwillig zusammengesetzt, weil der Kevin war in keiner Gruppe mehr tragfähig. Also aha, das heißt, also in der Schule das wuchs dir über den Kopf. Ja, klar. Du hast dich mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt und was ist dann passiert? Ja, die haben also mit mir innerhalb von einem halben Jahr entschlossen, haben wir dann, dass er halt stationär behandelt werden muss. Das Ambulante von Arzt zu Arzt drin hat gar nichts gebracht. Ja. Hat das Stationäre was gebracht? Bis jetzt nicht, wirklich. Wie lange war er stationär? Also der ist jetzt seit über 3 Jahren stationär. Seit über 3 Jahren? Ja, und das heißt, er war sogar am Anfang in einer stationären Klinik, das ist ja intensiv, so als wenn ein Mensch durch einen Unfall intensiv auf stationärer
Klinikbehandlung liegt, intensiv, war der in einer Klinik, die spezialisiert sich halt nur auf so Fälle und die konnten eigentlich irgendwie gar nichts sagen. Ich habe da gar keine Antwort bekommen. Also wir reden, so, halt mal, halt ich mach mal eben noch einen Punkt. Wir reden über ein 12-jähriges Kind. Das 12-jährige Kind ist seit 3 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt. Ja. Nee, und? Jetzt nicht mehr. Also der war in der psychiatrischen Klinik. Ja. Das läuft dann wie eine WG. Die haben alle so kleine Häuser. Da sind bis zu 10 Kindern und bis zu 6 Erzieher. Ja, wo ist er jetzt im Moment? Wo ist er denn jetzt im Moment? Diese Klinik hat nichts gebracht. Dann habe ich mich wieder mit dem Jugendamt kurz geschlossen und habe gesagt, ich möchte nicht, dass er mit kranken Kindern zusammen ist, weil da ist viel zu viel passiert, was ihn auf die Schiebe noch mehr bringen könnte. Jetzt ist er in einer WG, das heißt eine Wohngemeinschaft, ein betreutes Wohnen. Ein betreutes Wohnen mit anderen Kindern unter Aufsicht von Fachpersonal. Ganz genau. Ja. Wie ist dein Kontakt zu ihm? Siehst du ihn? Der Kontakt mit ihm und auch mit den Erwachsenen ist eigentlich sehr gut. Die Zusammenarbeit läuft fließend. Aber wobei jetzt auch bei dem letzten HPG, das ist das Hilfeplangespräch, wo alle anderen erwachsenen Leute die Hände hochheben und sagen, hallo, wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Das habe ich nicht verstanden. Also ist das jetzt irgendwas vorgefallen, wo die nicht mehr weiter wissen? Ja, genau. Also er, klar, er hat das Prügeln, was er früher richtig extrem hatte, komplett abgelegt. Ja. Er kommt aber immer noch in Prügeleien rein, genauso wie er auch die ganze Schule, er ist jetzt von dem 4. Schuljahr in den 5. gekommen. Mhm. Ich muss eigentlich sagen, ich bin sehr stolz, dass er die Schule so weit geschafft hat. Also er ist ein extrem schwieriges Kind. Ja. Ein extrem schwieriges Kind. In allen Facetten aus. Wo selbst die Psychiatrie und selbst das... In jedem Institut, wo er ist, wird er immer wieder in die nächsten Hände gereicht. Mhm. Das heißt, die Perspektive, dass er nochmal irgendwie normal zu euch nach Hause kommt, die ist gleich null, oder wie? Ja, genau. Das ist gleich null. Ja. Was empfindest du für dein Kind, für den Kevin? Genau, das ist das Thema. Also es war mal eine ganze Zeit lang richtig super. Da war ich so total stolz auf den. Und heute Donnerstag ist wieder der Tag gewesen, da habe ich mit ihm telefoniert. Mhm. Und ich habe auch zu meinem jetzigen Freund, mit dem ich das zweite Kind habe, gesagt, also ich weiß nicht, ich kann für das Kind nicht viel empfinden. Er tut mir leid. Er tut mir einfach nur leid, dass er das nicht schafft. Viele andere Kinder sind nach Hause gegangen. Das heißt, du, so hart das klingt, du würdest sagen, als Mutter liebe ich mein Kind nicht mehr. Ja, was heißt nicht mehr? Nicht so. Nicht so, wie das so normal wäre. Ja, das war immer schon schwierig für mich, klar. Auf jeden Fall war es schon schwierig, überhaupt Liebe zu empfinden, als er dann 3,5, 4 wurde, wo er lief. Es war immer ein Machtkampf zwischen Kind, Mutter, Kind, Mutter. Und ich als Mutter habe immer versucht, ihm alles recht zu machen. Diesen Machtkampf hast du nicht nochmal mit deinem zweiten Kind erlebt? Nein, nein. Da ist alles im ganz grünen liebevoller Mensch. Ja, das ist sehr, sehr schwierig und sehr bedrückend, was du da erzählst. Und ich weiß auch gar nicht, was man da hoffen kann. Was sagen denn die? Schenk mir einen Engel. Bitte? Schenk mir einen Engel. Ja, ich würde es ja gerne machen. Ich würde es gerne machen. Also heute war auf jeden Fall auch wieder der Tag. Jetzt mal, wenn ich donnerstags anrufe, ich denke schon, es kommt nichts, aber es ist immer was Neues. Mhm. Man hat auch keine Lust im... Ich meine, es ist ein Kind, klar, man will ihm Freude machen, aber man holt ihn dann zu sich nach Hause und warum soll man ihm eine Freude machen, denke ich manchmal so. Das hat er nicht verdient. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte sprichst, bezogen darauf, wie du damit umgehen sollst. Denn das merke ich ja, das ist schon, du stehst ja extrem unter Druck. Ja. Das ist ja auch schlimm, wenn man sein eigenes Kind, wenn man bemerkt, dass man sein eigenes Kind irgendwie nicht mehr liebt oder dass man gar keinen, überhaupt keinen Zugang hat, dass es wie ein fremdes Wesen ist und du gerade am Anfang ja sogar so eine Formulierung gebraucht, der ist wie vom Teufel besessen und nicht nur eben getrieben. Ich möchte dich bitten aufzulegen, Manuela, und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, vielen Dank, Julian. Alles Gute, auf Wiederhören. Für dich auch, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Hans und Hans ist 34. Hallo Hans. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, ja. Und zwar geht's bei mir heute um Engel. Ja, was ist bei dir ein Engel im Leben? Ja, für mich im Leben ist meine Pflegema für mich ein Engel. Deine Pflegemutter? Ja, und zwar geht es darum, dass meine Ma damals an der Krebs verstorben ist.
Deine leibliche Mutter. Ja, richtig, genau. Meine Mutter, und ich habe mit der noch zuletzt alleine gewohnt in der Wohnung. Mhm. Wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist? Ich bin da gerade 18 geworden. Und ich habe die kennengelernt durch einen Kumpel von mir. Und wir haben uns da alle so mit der gut verstanden, mit der Frau, weil die Frau ist so eine, ja, weiß ich nicht. Also die Frau, die du jetzt Pflegemutter nennst. Genau, richtig. Die hast du im hohen Alter von 18 Jahren zufällig kennengelernt. Ich habe sie schon 2 Jahre vorher kennengelernt und wie gesagt, wir haben uns alle mit der gut verstanden. Mhm. Ja, und dann war sie immer mal in der Krankenhaus gewesen bei meiner Mutter, irgendwie eine Woche bevor die gestorben ist. Mhm. Und da hat meine Mase gefragt, weil ja ich ja nirgendwo hin kann. Mhm. Ob sie mich denn aufnehmen würde. Mhm. Und da hat sie ohne irgendwie Wenn und Aber hat sie gesagt, ja, das mache ich. Mhm. Kannten die beiden Frauen sich denn vorher auch schon etwas besser? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, sag ich mal so, ne? Ja, wenn man sich mal halt gesehen hat oder wie auch mal da gewesen ist bei der Frau, ne? So, dann ist deine Mutter verstorben, als du 18 warst. Ja, richtig. Und dann warst du ja nur schon erwachsen, aber ganz jung erwachsen eben. Aber dann hat diese Frau, über die wir sprechen, die hat dann angefangen, sich um dich zu kümmern. Ja, richtig. Obwohl, dazu muss ich nur sagen, obwohl ihr damaliger Mann also sehr dagegen war. Also ich habe öfters abends mal gehört, weil ich habe unten im Keller gewohnt, in so einem, in so einem Raum. Also ich habe mir da einen Raum fertig gemacht. Das heißt, du hast bei den Leuten dann auch gewohnt? Ja, richtig, ja. Und ihr damaliger Mann, der war auch dagegen und habe ich mal auf das gehört, muss das denn hier sein, dass der hier wohnt kam ich mir dann schon mehr immer so vor, wie mich aufgenommen, wie eher mehr so ein geduldeter Gast. Verstehe. Aber die Frau hat sich immer für dich eingesetzt? Immer. Ja, also bis heute? Bis heute, ja. Warst du damals das einzige Kind deiner Mutter oder gab es da noch mehrere Kinder? Ich habe noch 10 Geschwister. Du hast 10 Geschwister noch? Ja. Und wo sind die, wie alt waren die, als deine Mutter verstorben ist? Waren die wesentlich älter oder jünger? Älter. Ich bin der Jüngste. Du bist der Jüngste, ach so. Ja. Mhm. Das heißt, du hättest rein theoretisch auch von einem Geschwisterteil betreut werden können noch. Ja, aber das war ja so, dass wie meine Ma gestorben war, dachten ja alle, es gäbe dick was zu erben. Mhm. Aber das war ja nicht der Fall. Wir waren eine Sozialfamilie und da gab es noch, das kann ich nicht erzählen, da gab es richtig Ärger nach und so noch, weil sie mir die Bude ausgeräumt haben und dies und das. Ja. Jetzt sag mir mal, das Besondere, du bist heute noch im engen Kontakt mit dieser Pflegemutter. Ja klar, auf jeden Fall. Wohnst aber nicht mehr da vermutlich. Also ihr jetziger Mann, da sind also noch jahrelang zusammen miteinander, sag ich mal, verzogen. Also hier mal hin, mal dahin, hier und da. Mhm. Was ist das wofür du ihr am meisten dankst? Ja, für ihre, sag ich mal, ihre Hilfsbereitschaft, ihre der Ehrlichkeit und der Loyalität. Mhm. Was war denn besonders hilfreich für dich? Ja, dass sie mich gegen ihren Willen von ihrem Mann und so ein paar anderen, was ich mal gehört habe, mich aufgenommen hat. Mhm. Wie lange, wie gesagt, du warst 18 Jahre, als du zu ihr gekommen bist, da warst du ja schon ziemlich weit schon, kein kleiner Junge mehr. Wie lange warst du denn da noch bei ihr? Oh, einige Jahre noch. Also bis ich, muss ich so denken, so 25 war. Mhm. Also so lange bin ich mit der Frau, sag ich mal, da mitgezogen, weil ich habe an der Frau gehangen, sag ich mal so, und weil die hat mich auch ab und zu in den Arsch getreten, wenn es sein musste, weil ich habe mich da damals auch, muss ich von mir auch sagen, ziemlich hängen lassen, weil mir war, wie meine Mama nicht mehr da war, paff, war für mich alles die ganze... So, das hätte sein können, wenn die Frau nicht gewesen wäre, wärst du vor die Hunde vielleicht gegangen. Ja. Oder ich sage es mal so ganz hart, also wenn es ganz hart gekommen wäre, hätte ich mich weggehängt. Ja, ja. Also das kann man dann schon wirklich sagen, dass die Frau so der Engel in deinem Leben war. Ja, richtig, ja. Also hätte die mich wirklich nicht aufgenommen oder hätte sie nicht gesagt, ich mache das dann, sag ich mal so, dann würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Ja. Schöne Geschichte.
Und toll, dass es solche Leute gibt. Hatte diese Frau denn auch Kinder noch? Ja, wir selber noch zwei Kinder. Auch selbst noch zwei Kinder. Und sie schon dreimal Oma. Ah ja. Lieber Hans, die Sendung ist vorbei. Ich danke für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Alles klar, dir auch. Tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute von uns. In der Technik war Johanna Knurer. An dieser Stelle Hinweis auf Samstag, auf unserem Promi-Talk. Mein prominenter Gast am Samstag ist der Schauspieler Sky Dumont. Morgen wieder mit einer normalen Sendung, mit einem Telefon-Talk und einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Mach's gut. Tschüss.